So, willkommen zurück vom Let's Play des alten, nein, bärtigen Mannes. Nein. Geh mal bitte weg jetzt. So, und so, und so. Ach Mann, geh kacken. So, easy. Okay, let's go, würde ich mal sagen. Und dann geht's los. Ja, viel mehr weiter mit Herodic. Nunmehr in der dritten Woche, nachdem ich mich jetzt nun dazu entschieden habe, Doppel-DLC zu machen, sind wir jetzt in der dritten Woche. Ich hoffe, es bleibt doch bei 3 Wochen. Ja. Heretic Episode 4, die erste Add-on-Episode, Map 5. Und ich entscheide mich mal kurzerhand doch dazu. Ach was, nee. Gammafeld brauche ich nicht. Sonne dürfte bald weg sein. Okay. Ja, in dem Sinne würde man sagen, auf los geht's los. Okay. Die Map sieht gerade mal so aus wie ein Kreisverkehr und wie der erste Versuch von jemandem, der eine Map erstellt. Überall die gleiche Textur. So, ja, Minigun gibt's ja nicht. Hä? Ah! Ah! Ah, okay. Ja, gut. So. Na, schau mal, na, guck. Klar, klar, was klar. Ja. Hä? Scheiße, die Tür hinter mir zu. Noch einer? Kommt ihr denn alle her? Sag mal. Oh. Oh. Verarschen. Fuck. Wie konnte der mich noch treffen, sag mal? Oh, Schalter? Okay. Ach man, Alter, so viele Sachen, wo man hier. Hilfe. Auf der Hände bekommt nichts. Der Schalter setze ich erstmal. Oh, Alter. Das reicht mir langsam. Ich werde mal alle sterben hier. Kann ich hier irgendwo in eine Ecke locken oder so? Nee, ne? Ach du Scheiße. Das war doch so klar. Was ist das denn hier für ein Raum, ey? Jetzt gleich fahren. Na, geht doch. Okay. Okay, jetzt Rüstung. Oh. Oh Mann, wo sind denn noch? Oh Gott. Oh Gott.
Uns erwarten schwere Tage, würde ich mal sagen. Na gut, erstmal drücken wir mal hier den Schalter. Der macht genau was. Danke. Ne, jetzt kam aus der Ecke hier. Ah! Okay, sonst nichts. Oh Gott. Okay, sie kommen, das ist gut. Damit entgehen wir nämlich ein Kreuzfeuer. So, jetzt können wir uns nämlich auf die da hinten konzentrieren, ohne dass wir von einer gegriffen werden. Ah, okay, gut. So, dann wollen wir die mal hier. Sehr schön. Jetzt schön. So, hier brauchen wir was Gelbes. Hier geht's in den Raum, den wir vom Gitter aus gesehen haben. Oh Gott, sind immer welche überall. In jeder Ecke? Ja, danke. Jo, das heißt erstmal manuelle Vertröschung. Oh Gott, oh mein scheiß Magier. Oh Gott, naja, das wird ein Spaß. Ah, super, ey, Alter, wie wieder mal so viel mit einmal hier, Oh Gott, noch Vögel. Ach, scheiße, nicht oben. Ach komm, ab nach oben. Kommt wahrscheinlich rechts aus dem Raum. Was bedeutet, dass hier jetzt frei ist? Okay, das ist die geile Karte. Sehr schön. Gut, von hier aus kann ich jetzt also. Will ich den? Treffe ich den? Ja, ich treffe ihn. Sehr schön. Dann sollte ich den auch treffen. Sehr schön. Wow. So. Wow. Bin beinahe reingefallen. So. Quick Save. Wir haben einen großen Zylinder in der Mitte und haufenweise Feinde um uns herum. Was ist der da hinten? Okay, scheinbar einen Raum. Dann warte ich mal, bis der auch mit hier ist. Und dann schreibt jetzt alle mit einmal. Aua. Geht schon wieder weg. Ist ja noch einer. Wow, wow, wow. Wie viele gibt's denn hier? Danke. Danke. Okay, kommen wir da oben irgendwo hin. Nö, dann müssen wir hier rauf. Okay, ist wahrscheinlich dann durch die gelbe Tür irgendwie erreichbar. Brauchen wir also erstmal die gelbe Karte. So, wo die ist, wissen wir. Wo kommen wir ran?
Okay. Also dadurch, dass hier gar kein Geräusch kommt, heißt das, das Ding fällt irgendwie runter. Die Frage ist nur, wie. Da ist Hölf drin, mehr aber nicht. Okay, man muss also runter. Na gut. Das ist jetzt schon scheiß Tornado auch noch. Da kommt. Oh. Oh, leck mich doch halt am Arsch. Und jetzt wieder das Ohr. Ja, ist ja gut jetzt. Danke. Oh, nein. Also langsam kriege ich hier. Die mit ihrer scheiß Tornado und gleich drei gleichzeitig. Das stimmt nicht mit euch. Oh, zwei tot, sehr schön. Wo ist der dritte? Na klar, noch ein Tornado. Weg! Ich hasse dich auch! Gut, also auf Gegenseitigkeit. Ja, das komm, mach mal. Danke. Die mit ihren Kaktonados, Alter, da kriegst du echt die Krätze. Da kriegst du so ein Holz. Okay. Achso, siehst du, wir haben jetzt die gelbe Karte. Das heißt, wir können jetzt Operation Gelbe Tür starten. Wow. Also auch schon mal, wo der grüne Key ist. Aber natürlich kommen wir wieder nicht ran, ist aber kein Problem, denn oh. Geht das Ding jetzt runter, bevor ich gedrückt habe, oder erst nachdem ich den Klamasch gedrückt habe? Okay, ist Automatik. Man muss nur rangehen und geht die Ding automatisch runter. Ja. Gehen wir hier. Sind übrigens die ähnlichen Grafiken, die bei Hexen auch in Fenstern vorkommen, offenweise. Aber hier gibt es keinen Durchkommen. Das vergessen jetzt hier oder was?
Ah, achso. Ich dachte gerade, ist eine Geheimtür, aber ist das Ding, wo die Karte drauf war. Schon wieder. Sah gerade ein bisschen verwirrend aus. So, hier hat sich auch nichts geändert. Ja, ist auch mal. Das sind 5 Stück. Lol. Nö, kam nichts hinzu. Einmal. Mich jetzt so. Da. Lol. Ich dachte, sowas gibt's nur in Doom. Dass man Sachen aufschießen kann, habt ihr in Hex bisher noch nicht gesehen. Boah, Alter, verarschen? Schreib mich selber. Dunkel hier. Ah, okay, da wo die Viecher waren. Ah. Was? Nein. Ah, danke schön. Dachte schon, ist eine Falle. Und normalerweise, wenn man auf eine schöne Sache kommt, ja, da war diese eine ohne. Und wenn man auf so eine schöne Sache kommt und dann irgendwas hoch oder runter fällt, ist das normalerweise eine Falle. In dem Fall war es aber was Gutes. Auch nett. So, was bist du jetzt? Keine Ahnung. Orten kann man schwer, es kommt irgendwo aus die Richtung hier. Keine Ahnung, was das genau ist. Also wieder hat sich hier bereits was geöffnet. Vielleicht das hier. Das Witzige ist, das Geräusch kommt nur einmal und dann nicht mehr. Warte mal ganz kurz. Vielleicht wieder hier so extrem beeilen, um kurz zu speichern. So, jetzt Wave Warning. Yay. Ah, scheiße. Boah. Nee. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nee, ne? Hm. Na gut. Egal. Secrets sind eher so mittelmäßig wichtig. So, die grüne. Ach ja, siehst du, die grüne Tür war ja da hinten irgendwo. Nee, wo? Moment mal, wo war die grüne Tür? Oh, kannst du bitte einmal. Danke, danke. So, wo war jetzt grün? Gibt's gar keinen grün. Okay, wir haben eine Karte für etwas. Okay, Treppe gehen hoch. Ah, wow. Ah, da haben wir auch das Grün. Oh oh. Ich glaube, wir locken einfach wieder mal alle Gegner an. Also, schön viel Boni gibt's ja hier. Ach, Kacke. Wie viele sind denn hier bitte? Oh, Alter. Ich wollte keinen Weltkrieg anzetteln. Ich wollte einfach nur ein paar Gegner anlocken. Nee, die sind. Da haben wir zu wenig Munition. Oder Munition. Oh, Alter. Jetzt können wir unsere Vögel hier aus der Richtung haben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, alle mit einmal anziehen.
Ach du Scheiße. Holy fuck, holy fuck, holy fuck. Kommt, hoffentlich kommt er hinterher. Dann kann ich hier auf weiter Flur mit ihm kämpfen. Die Frage... Ach komm, hier. Alter, reicht das Ding unendlich weit oder was? Haben wir auch Fruchtweg? Ja, haben wir. Wo fährst du denn lang? Fuck, 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 fuck. Kommt da runter? Nee, ne? Runterspringen tun sie nicht. Wo ist denn jetzt hin? Och, scheiße, der folgt mich jetzt. Oh, oh, Hallo? Ja, da ist er. Das Schöne ist, hier haben wir ihm ein Rundkarussell, das heißt, wir können ihm relativ gut Schirm machen und dabei ausweichen. Oh. Oder uns aber natürlich auch verrennen und UFO hängen bleiben. Alter, wir brauchen schon wieder alles an Munition, was wir haben. Diese Typen sind scheiße. Oh, okay. Der letzte war umsonst. Fuck off, ist die Waffe leer. Was ist eine gute Idee? Einfach mal so die BFG verschwinden, klar, kann man ja mal machen. Gut, gehen wir mal wieder hoch, gucken, ob was da sich jetzt gut getan hat, gegnertechnisch. Jetzt gibt es ja schön viel Boni. Ah, BFG-Munition gibt es ja auch. Na gut. Mal gucken, wie viel wir haben. Ja, gut, klar. Bisher 3. Geht der eher so schlecht als... Oh! Ne, ist voll. Brauchen wir gar nicht. So, ich brauche mal einen blauen Key. Haben wir nicht. Aber wir haben gerade einen Schalter gedrückt. Also irgendwas haben wir jetzt hoffentlich fortschrittlich gemacht. Und hier sind alle Gegner weg. Das ist sehr schön. Und wir haben haufenweise rote Munition. Damit wissen wir also wieder, welche Waffe wir als nächstes einsetzen werden. Primär. Jetzt habe ich gucken, was der Schalter gemacht hat. Hier gibt es doch gar nicht. Sag mal. Oh, Sakrileg. Ich hasse es, Maps auszusuchen. So, hier ist auch noch eine rote Munition, sehr schön. So, dann ab ins Ziel. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ist er hier? Apropos Weltkrieg? Gut, ich denke mal, hier auf dem Flug können wir die relativ gut begegnen, weil die alle in der Linie kommen müssen. Wow. Ey, da die mit ihren scheiß Flächenschaden. Gleich hoch. Wow. Wie viele kommen denn noch? War's das? Oder gibt es noch die Hauptpackung? Oh, Automap. So, wir haben noch 5 Gegner und ein Secret vor uns. Ja, jeder von den scheiß Räumen war so ein Kackspeicher. Leck mich doch. Ah, ich wollte mich doch ruinieren.
Weise Bomben. Wir müssen auch mal endlich mal diese Bomben einsetzen. Wir haben die noch nie eingesetzt. Also jetzt effektiv gegen irgendwas, was wo es Sinn macht. Hä? Hat sie nicht zwei? Ach, da ist noch eins. Ja. Wäre jetzt aber Verschwendung. Jetzt reicht ein kleines aus. Voilà, haben wir genau 400. So, jetzt haben wir den blauen Key. Was erwartet uns denn jetzt hinter der Tür? 100 Munition haben wir noch? Okay, jetzt noch ein Ziel. Das war sehr schön. Uah. Ist das das Ziel? Okay. Dann kann ich jetzt die größte Verschwendung machen, die ich je im Leben gemacht habe. Für ein Defizit von 7 Kugeln so ein ganzes 100er Pack einsammeln. Ist aber scheißegal, weil wir jetzt eh ins Ziel gehen, aber trotzdem. Weil sowas weint mir über das Herz. Egal. So, alles andere ist voll. Naja, mehr oder weniger voll. Komm, egal. Irgendwie geht von der blauen Munition nochmal am wenigsten. Oder wir setzen ja meistens ein wie den ganzen scheiß Vögeln. Das kann natürlich auch sein. Ja. Na gut, in dem Sinne, schon mit V. Nein? Geht doch.